im Gefängnis von Toledo. Nationalgesinnte Einwohner werden wie gemeine Verbrecher behandelt. Alcazar von Toledo, eines der edelsten Bauwerke spanischer Geschichte, wurde wenige Stunden nach Aufnahme dieses Bildes durch die Kommunisten in die Luft gesprengt. Tausende von Menschenleben, darunter Frauen und Kinder, fielen dem Mordanschlag zum Opfer. Die eingeschlossenen Kadetten hatten 2 Monate lang jeden Angriff abgeschlagen. Sie sind unbesiegt als Helden gefallen.